Ach, wie war eigentlich der Film? Batman und Robin Niveau, oder? Einen wunderschönen guten Tag, ein Video außerhalb der Reihe. Batman! Ja, setzen wir doch mal ein zweites Mal an. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen außerhalb der sonstigen Reihe von Lass mal reden. Ich war heute im Kino und habe Justice League geguckt. Ach ja. Das heißt, herzlich willkommen zu Lass mal über Justice League reden. Ja, lass mal über Justice League zuhören, weil ich habe ihn nämlich nicht gesehen und bin jetzt über die Kritik, über die professionelle Kritik von Herrn Cohn gespannt. Also Leute, für alle, die Justice League noch nicht gesehen haben, ihn aber unbedingt sehen wollen, das ist eine Folge, die spoilert den ganzen Film. Also ihr seid gewarnt, wenn ihr nichts wissen wollt, was in dem Film passiert, dann jetzt unbedingt abschalten und das Video gucken, nachdem ihr Justice League geguckt habt. Ich glaube, alle da draußen wissen mittlerweile, dass ich großer Batman-Fan bin, dass ich alle Filme gesehen habe, dass ich das Spielzeug hatte, die Trickfilmserien gesehen habe, also wirklich alles von Batman geliebt habe und auch einer der wenigen bin, der Batman wie Superman richtig okay fand. Also fand wirklich, was heißt richtig okay? Ich fand ihn richtig gut. Fand ich auch. Also mit ganz geringen Erwartungen reingegangen und trotzdem enttäuscht worden. Also das ist... Echt, ja? Ja, weil alles, was DC anders gemacht hat als Marvel, macht DC jetzt genauso wie Marvel quasi. Also wir fangen mal von vorne an. Der Film beginnt mit einer offensichtlich nachgedrehten Szene von Justice League. Warum weiß man, dass die Szene nachgedreht wurde? Mhm. Weil man im Internet gelesen hat, dass Henry Cavill, Superman, während den Nachdrehs einen fetten Schnurrbart hatte, weil er in einer anderen Produktion war und er dadurch den Schnurrbart nicht abrasieren durfte. Weil der Nachdreh war natürlich nicht geplant. Das heißt, Henry Cavill hatte bei den Nachdrehs einen fetten Schnurrbart. Hat Superman einen Schnurrbart? Vielleicht wollte er, dass man ihn nicht erkennt. Ja, vielleicht ist es so peinlich, dass man ihn nicht erkennen sollte. Letztendlich musste man also CGI machen haben und Sie sein kompletter Mund ist CGI. Und jetzt schon mal direkt, CGI in dem Film ist unterirdisch. Was? Es ist unterirdisch. Du siehst die erste Hat der Film nicht ungefähr 100 Millionen gekostet? 4 Milliarden hat der gekostet. Die erste, und dann machen sie, ja, dann haben wir seinen Bart nicht abrasiert? Genau, na, weil er war in einer anderen Produktion. Ja, ich durfte das nicht. Ja. Ich bin auch in einer anderen Produktion von Weihnachtsmann. Von Game of Thrones, dachte ich. Ja. Nein, also das ist eine Szene aus dem Rückblick. Ein Kind filmt mit seinem Handy Superman und stellt ihm Fragen. Und der Mund, du siehst, wenn du den Film mit einer Eröffnungsszene beginnst, wo du nur auf den Mund guckst, der wirklich ganz schlecht animiert, also wirklich grauenvoll animiert ist, ist schon mal scheiße. Dann kommt irgendwie das Justice League Logo ins Bild. Ja, wie sieht's aus? Unfassbar hässlich, es ist einfach nur Justice League und es ist wellig, so als wäre es unter Wasser. Es gibt keinen Grund, weil die nächste Szene ist nicht unter Wasser. Es ist einfach ein geschwungenes, welliges Justice League Logo. Grauenvoll. Dann, pass auf. Kommt die erste Szene, wer könnte die erste Szene haben? Wer ist eigentlich der beliebteste Charakter, wenn Superman tot ist? Ben Affleck. Ben Affleck, Batman, ganz genau. Aber es ist keine dunkle Batman-Szene, weil Batman darf nicht mehr dunkel sein. Es ist alles hell, relativ hell, es ist öde, es ist nicht mehr spannend. Erinnere dich an die Batman wie Superman-Szene, wo man Batman das erste Mal oben in der Ecke der Wand sieht und richtig creepy. Wo die Bullen kommen. Wo die Bullen kommen. Ja. So, genau so ist es. Und es ist alles relativ hell. Es sind Neonleuchten im Bild. Du denkst sofort an Batman und Robin. Und ich sag dir jetzt schon, was bei Batman wie Superman für mich die Highlights waren, waren die Batman-Szenen. Ja. In dem Justice League-Ding sind es die schwächsten Szenen. Echt, ja. Es ist grauenvoll. Es ist auch mittlerweile nicht mehr so, dass du sagst, ey, Ben Affleck ist der beste Batman, sondern wenn du sagst, ist scheißegal, wer da drin sitzt in dem Outfit, weil es funktioniert nicht mehr. Es ist nicht mehr dark, es ist nicht mehr dunkel, es ist einfach in die Geschichte reingeschmissen. Ist Adam West-mäßig. Ja, also natürlich optisch dann doch schon ein bisschen anders. Ja, aber ich meine so von der Stimmung her. Ja, es ist halt so ein seichter Marvel-Film, der dann an der Stelle mal ein bisschen dunkel ist, aber ist wirklich nicht düster. Es ist am Anfang auch einfach alles viel zu schnell. Also, na, bei Marvel war das doch so, jeder Superheld hat einen eigenen Film gekriegt. Mhm. Also du hast zuerst Thor gesehen, du hast Iron Man gesehen und jeder Charakter wurde quasi stundenlang alleine aufgebaut. Ja.
Bei Justice League wird es innerhalb von 20 Minuten abgefrühstückt. 20. Also diese, ich freue mich ja, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich freue mich auf diese Rekrutierung. So die, wie beim Herr der Ringe, die Gefährten kommen zusammen und dann geht Batman wahrscheinlich zu Aquaman, zu Cyborg, zu Flash und dann quatschen die und jeder hat so sein eigenes Dings wieder raus und am Ende treffen sich alle. So ist es in 20 Minuten. Genau, genau. Also er geht quasi warum hin. Warum nicht länger? Weil der Film nur knapp unter 2 Stunden geht, also es war einfach nicht die Zeit da. Ach so. Wenn du Cyborg nicht kennst, wenn du Aquaman nicht kennst, wenn du Flash nicht aus den Comics kennst oder so, fragst du dich den ganzen Film über, wer sind die, warum können die das, was die können warum und was können wollen die das? Das ist wichtig. Das wird in einem, in 2, 3 Nebensätzen wird es erklärt. Bei Flash sagen sie zum Beispiel, ach, du bist also vom Blitz getroffen worden. Ja, also so in etwa kann man das sagen. Ende. Es wird auch nicht erklärt, warum Flash so ein Outfit hat. Flash hat das Outfit einfach. Von Anfang an hat er sich selbst gebaut, nehme ich mal an. Oder hat er irgendwo gefunden. Cyborg wird auch kurz erzählt, ach, er war im Unfall, der Vater wollte ihn retten, er sieht jetzt halt aus wie ein Cyborg. Aquaman, ja, kommt halt aus dem Wasser und es bleibt wirklich blass. Es ist keine, so wie du gesagt hast, man hatte Bock auf die Rekrutierungsgeschichte, yeah. Vielleicht so ein bisschen Struggle. Nein, Mann, es ist alles super schnell. Ich stell mir das mal vor. Es ist einfach wahnsinnig enttäuschend, wenn alles gerusht wird. Ja, wenn jeder Charakter quasi 5 Minuten kriegt. Dann in der Mitte des Filmes ist der einzige Moment, wo es interessant wird. Oh. Und jetzt halt Massive Spoiler. Der Bösewicht Steppenwolf, ja, der will 3 Kristalle, 3 Steine, 3 Vierecke zusammensetzen und will dann das Universum an sich reißen, weil hat er damals schon versucht, da haben die Amazonen, die Aquarianer und wie sie alle schon gegen ihn gekämpft. Jetzt kommt er wieder. Und die sehr schnell formatierte Justice League merkt aber, der ist schon schwer. Der ist schon schwer, den kriegen wir alleine nicht besiegt. Wen könnten wir denn versuchen, wieder aufzuwecken? Dr. Schnurrbart? Dr. Schnurrbart. Und da wird's dann spannend, wenn man sagt, okay, krass, sie versuchen, Superman aufzuwecken. Alle Justice League... Also, er ist tot. Er ist tot und dann kommt ihnen erst die Idee, nicht weil er vielleicht auch ein netter Freund war, oder? Nein, nur weil sie seine Hilfe brauchen. Und alle Justice League-Mitglieder sind dagegen, nur Batman nicht, weil Batman sagt, wir brauchen den. Und alle sagen, und dann wird's warum wirklich, sind die anderen dagegen? Genau, und dann wird's wirklich spannend, weil Aquaman sagt dann sowas wie... Leute, die aus dem Tod erweckt wurden, haben immer ihre Seele verloren, haben ihren Verstand verloren oder wussten nicht mehr, wer sie sind. Und dann wird's wirklich spannend, weil du denkst, krass, jetzt, was, jetzt kommt, jetzt verdammte Scheiße, kommt der böse Superman, Mann. Mhm. Not so much. Also das ist wirklich ein spannender Moment. Man wie wiederbeleben sie ihn? Man versucht, ja, man hat noch zwei dieser Vierecke hat der Böse schon. Einen noch nicht, 3 sind's. Ja. Und mit diesem Viereck erwecken sie Superman im Supermans Raumschiff, was bei Batman wie Superman ja auch kurz irgendwie vorkommt. Er wird aufgeweckt, aber nicht so, dass man sagt, scheiße, es passiert nichts. Oh, okay, wir gehen, es hat nicht funktioniert und es wird spannend. Nein, wirklich, er wird sofort aufgeweckt. Er geht sofort durch die Decke, er fliegt weg mit freiem Oberkörper, ohne Bart, weil man hat ja gehofft, man sieht jetzt vielleicht mal Superman mit Bart oder sowas. Nein, er landet vor seinem großen Denkmal und weiß aber wirklich nicht mehr, wer er ist. Er weiß ungefähr 3 Minuten nicht, wer er ist. 3 Minuten? 3 Minuten ungefähr. Und dann kommt Lois, macht... Es kommt wirklich Lois! Genau so ist es! Du hast aber ich bin's doch! Ja! Und das ist der Moment, wo er wieder aufwacht. Ich nicht! Er steht vor allen. Cyborg kann seine... Weil der kann seine Kräfte noch nicht kontrollieren. Cyborgs Defense-System aktiviert sich selbst. Schießt auf Superman. Superman rastet aus. Superman sieht Batman, sagt, ich kenne dich noch. Mhm. Auch ganz geil. Eigentlich ein geiler Moment. Superman nimmt Batman hoch und sagt... Tell me, do you bleed? Also wie im Batman, wie Superman. Aber weißt du, was das Problem ist? Es sind nachgedrehte Szenen. Was ist das Problem bei nachgedrehten Szenen mit Superman? Es sieht so scheiße aus. Ey, sag mal, willst du mich verarschen, nein, Alter? Du guckst nur auf den Mund. Es sieht so grauenvoll aus. Ich musste die ganze Zeit lachen, als der ins Bild kam. Weißt du, was ich dachte? Ich dachte, sie machen Dreizack von Aquaman. Dann kommt Flash, lädt ihn auf. Cyborg nimmt ihn in die Hand und dann... Ähnlich. Flash lädt nämlich den Stein auf, das Viereck auf. Also siehst du, wir brauchst den Film gar nicht gucken, du kennst ihn also schon. Dann ist quasi auch, können wir das Video quasi an der Stelle beenden, weil Superman ist OP. Ist overpowered. Also Superman kommt ins Bild, der kämpft dann da und er kann alles. Er kann wirklich alles. Superman kann ja alles. Er kann auch alles. Das Justice League Team struggelt nicht. Es funktioniert auf einmal. Er kommt und er reißt das Ding an sich. Und das ist dann auch so richtig eklig, dass die aber alle mit einbezogen werden. Ja, so ein bisschen. Ja, danke, du hast mein Handtuch gehalten, Aquaman. Ja, ja, ganz genau so ein bisschen. Was ist mit Wonder Woman? Wonder Woman bleibt ist auch einfach dabei. Ja, oder? Bleibt auch relativ blass. So, sie
ja. Steppenwolf fliegt dann noch auf die Insel von den Amazonen, weil da ist einer dieser Steine. Oh, was geht da? Es geht gar nichts, weil es sieht nämlich scheiße aus. Wer Wonder Woman gesehen hat, das sah CGI-mäßig ganz geil aus. Mhm. Es sieht scheiße aus. No. Es sieht wirklich, es sieht alles einfach scheiße aus. Wo ist denn das ganze Geld hin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich im Ben Afflecks Alkohol, weil du siehst auch, wenn Ben Affleck in der Szene ist, Ben Affleck, also Batman, ist die ganze Zeit besoffen. Aber nicht, weil er besoffen sein soll, sondern weil er besoffen ist, als er das Ding gedreht hat. Es ist der Hammer. Und trotzdem, der düstere, grumpy Batman, ne? Yeah. Ist nicht mehr da. Und jetzt kommt das Enttäuschendste für mich als Batman-Film, als Batman-Fan. Batman ist der schwächste Charakter im ganzen Film. Ah. Superman hatte so krass keinen Bock auf den Film, dass er nicht mal reden wollte und dann mussten sie den Mund in mit CGI. Ich spreche den scheiß Text ja nicht. Ey, krass, Batman ist der schwächste? Ja. Also was ist mit, hat er kein Geld mehr? Doch, also der ist natürlich noch reich. Ne? Er, ja. Die lustigen, aber bauen sie nicht noch neue Gimmicks? Ja, so ein bisschen so. Aber nee, aber die können halt alle was. Die kämpfen halt alle. Und Batman ist immer nur, kommt dann immer nur aus einer kleinen Ecke und schießt dann so ab und zu. Echt, ja? Aber er ist auch nicht... Mann, du brauchst so eine unendliche Armee von irgendwelchen Gehilfen, die kommen dir ja so bam, bam, bam. Genau. Wie im Spielalter, ja, also, wo du genau, dann krass kommst. Ja, genau. Bam, hat er ab und zu drin. Aber er ist halt langweilig, weil neben den ganzen anderen Charakteren, die auch irgendwie hell sind und lustig sind... Ja. Er hat keine Geschichte, er ist nicht der Detektiv, der irgendwas löst oder sonst irgendwas. Ja. So, was ja besonders schlau kommt er auch nicht rüber, oder? Nein, er kommt nicht besonders schlau rüber. Er wird nicht mal akzeptiert als Leader, sondern sie bashen ihn quasi die ganze Zeit. Was? Er kriegt nur dreckige Sprüche gedrückt. Batman ist der schwächste Justice League-Charakter in dem Film. Weißt du, wer der stärkste ist? Weil er lustig ist, aber das willst du bei DC nicht sehen. Flash. So jedes Mal, wenn er im Bild ist, macht er einen lockeren Spruch. Ja. Ist witzig, ist ein Nerd, kann nichts, ist so überfordert. Der ist lustig, aber das willst du halt... Dann guckst du Marvel-Filme. Also, man kann ja auch gute Sachen sagen. Also, die Gags funktionieren. Flash ist total likable. Also ist es wirklich... Die Charaktere sind sowieso grundsätzlich... Aber ich will doch was wissen. Was willst du wissen? Jason Momoa, Aquaman? Ja, ist schon... Stehe ja total auf den, ne? Ja? Ja. Okay. Optisch mein Vorbild. Ja, aber ihr seid sehr ähnlich. Körperlich zumindest. Körperlich bist du 1:1 schon so. Haare fehlen halt noch länger. Aber ich abgeschnitten. Na, man versucht ihn halt von Anfang an quasi super cool und super... Er geht halt mit einer Whiskyflasche raus, haut die rein, schmeißt die ins Wasser und so. Und ist er? Ist er super cool? Also ja, ist okay. Oder ist es übertrieben? Nö, Born to be Wild? Ist nice, ist ganz nett. Okay, aber ist, glaube ich, so der Charakter, den du am wenigsten wahrnimmst. Die Aquaman-Szenen unter Wasser sehen total nice aus. Weil hast du das Geld hin? Genau. Weil du es noch nicht kennst. Es sieht wirklich gut aus. Also da freut man sich quasi auf den Aquaman-Film. Wie schwimmt der? Schwimmt der wie so eine schwule... Also nicht wie Ariel. Nee. Also die Aquaman-Szenen sehen richtig geil aus. Cool. Cool. Batman hat seine alte Batman-Musik aus den 80ern wieder. Wie geht die? Ja. Kommt also mir bekannt vor. Siehst du? Also hat er, das ist ganz geil. Es gibt tatsächlich zwei After-Credit-Scenes. Zwei? Ja, zwei. Also ist ja typisch Marvel. DC wollte das ja nicht. Aber seitdem der Marvel-Hauptmann ja jetzt auch bei DC mit drin ist, gibt es jetzt zwei After-Credit-Scenes. Also es ist nicht alles scheiße. Wäre es ein Marvel-Film, würde man sagen, er ist ganz unterhaltsam so. Aber er wird halt der ganzen Justice League, er wird dem Batman-Dunklen nicht gerecht. Es funktioniert, Batman in der Justice League funktioniert einfach nicht. Du hoffst, also so, als Fan gehst du raus und hoffst, schmeiß den ganzen Scheiß weg. Die Geschichte gab es nie, fangt von vorne an und hört auf mit dieser Justice League. Und das ist das Traurige, oder? Ich finde, sie sollten da weitermachen, wo Batman aufsteht, zu Alfred rübergeht, also hier Christian Bale, und sagt so, ach komm, lass doch weitermachen. Ja, ne? Und dann geht's von da. Das ist wirklich so. Ey, Christopher Nolan dreht sich im Grab um, wenn er den Film sieht, wenn er denn tot wäre. Der Anzug von Batman ist nice. Er hat auch ganz oft Szenen drin, die ich immer mag, wenn er sein Hoodie abgenommen hat und nur seinen Anzug anhat. Ja. Er hat sogar eine Szene drin, wo er ohne Cape läuft, nur mit dem Body Armor. Sieht nice aus, Mann. Okay. Es sieht, Batman, wie sie ihn darstellen, ist saugeil. Okay. Aber das ganze Ding funktioniert nicht. Willst du die zwei After-Credit-Scenes wissen? Ja, selbstverständlich. Wenn wir schon mal spoilern, dann spoilern wir richtig. Ja. Also, Barry Allen, a.k.a. Flash, fragt Superman, also das sieht man nicht, aber sie machen ein Wettrennen, wer denn der Schnellste auf der Welt ist. Und es ist ganz, ganz lustig, ist ganz lustig gemacht so. Es ist wirklich gut gemacht, weil das ist auch immer in den Comics, weil Flash immer sagt, Mann, ich bin schneller als du, nein, und ist ganz lustig. Und dann gibt es die After-Credit-Scene, wo ich sage,
warum baut ihr jetzt eine neue Geschichte auf? Das Ding ist durch mit Justice League und es will keiner mehr sehen. Oh echt, ja? Ja, so spätestens krass. Nach Suicide Squad will das keiner mehr sehen. Man macht einen eigenen Batman-Film. Ich glaube übrigens, das war das letzte Mal, dass man Ben Affleck als Batman gesehen hat, weil du siehst ihm an, dass er keinen Bock hat, den Scheiß zu spielen. Und weil er so enttäuscht ist, wie die Filme verlaufen sind. Würdest du dich da jetzt ins Spiel bringen? Ich würde mich da ins Spiel bringen, ja. Also die After-Credit-Scene, die letzte ist, man ist in Arkham Asylum oder in Blackgate, also jedenfalls in einem Gefängnis von Batman. Lex Luthor soll aus der Zelle rausgehen, man sieht ihn von hinten glatzköpfig und er dreht sich aber nicht um und geht nicht aus der Zelle raus. Also geht ein Polizist und sagt, Luthor, ich habe gesagt, du sollst mitkommen. Dreht sich um und es ist nicht Lex Luthor, sondern Lex Luthor wurde ausgetauscht. Lex Luthor sitzt nämlich auf einer großen Yacht und Deathstroke, einer der Bösewichte von Batman, kommt ins Bild mit einem geilen Anzug, nimmt auch den Helm ab, weißer Bart, Augenklappe, weiße Haare, sieht schon nice aus. Und Lex Luthor sagt, na, jetzt wo es die Justice League gibt, sollten wir nicht unsere eigene Liga gründen? Ich will das jetzt auch nicht alles schlecht reden, ich würde sagen, 4 von 10 Punkten kriegt er von mir. Klingt das interessant für dich? Guckst du ihn dir an? Ich gucke mir an, aber nicht im Kino. Ich warte, bis der in der Videothek kommt und dann gehe ich da hin und leihe mir eine DVD aus. Genau, auf www.videothek.de leite ich das aus und gucke das schön. Ja. So, ich gehe jetzt aus dem Bild, weil ich nicht mehr kann. Gehst du ins Bett? Der Joke war ziemlich Batman. Feels Batman. Tschüss.